Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die ungeschützten Grenzen von 2015 bis heute bringen uns immer neue Probleme und auch Anträge hier im Haus. CDU und FDP wollen mehr gegen Antisemitismus tun, das ist grundsätzlich gut und richtig. Antisemitismus, also der Hass auf Juden, gehört zu den Dingen, deren angebliche innere Logik ich nie verstanden habe, nie verstehen werde. Ich habe das als Kind schon nicht verstanden, als junger Mann nicht verstanden und ich verstehe es auch bis heute nicht. Denn wenn wir uns einmal exemplarisch die Rassismusdefinition von Professor Patzelt vornehmen, dann ist das, ich zitiere, einen Mitmenschen nicht als einzigartig und nach dessen selbstverantwortetem Handeln zu beurteilen, sondern ihn als Exemplar eines kollektiven Typs zu behandeln. Oder um es weniger akademisch als Werner Patzelt auszudrücken, jemanden nur deshalb für einen besseren oder schlechteren Menschen zu halten, weil er sich in seiner Hautfarbe, seinem Glauben oder seiner Herkunft unterscheidet, ist ganz einfach bescheuert. Und eine solche Form der Entindividualisierung ist auch menschenfeindlich. Und da ist es richtig, dass CDU und FDP heute einen Antrag zur besseren Bekämpfung von Antisemitismus vorlegen. Denn wir erleben auf deutschen Straßen wieder und nicht erst in diesem Jahr Juden raus, Juden ins Gas und andere abartige Sprüche, auf denen sich demografisch veränderten Schulhöfen gilt Jude wieder als Schimpfwort. Jüdische Bürger trauen sich immer häufiger nicht mehr mit Kippa oder einem Davidstern-Anhänger vor die Tür zu gehen. Übereinstimmend berichten sie, dass es seit 2015 immer schlimmer wird. Ein Blick in die aktuelle jüdische Rundschau genügt. Im Leitartikel heißt es, inzwischen hat sich in 1000 Moscheen und Koranschulen ungehindert verbreitet, was sich Deutsche seit Jahrzehnten gegenseitig verboten. Judenhass. Seit 2015 trifft zahlreiche Verstärkung ein. So Chaim Noll. Natürlich, Antisemitismus gibt es auch von Linken, von Rechten in der Mitte, von Christen oder Atheisten. Aber der Anstieg, die Bedrohung für sie heute, wie sie heute für Juden in Deutschland und Teilen Westeuropas besteht, die ist eben eindeutig auf muslimischen Antisemitismus zurückzuführen. Es ist ein importierter, ein zusätzlicher Antisemitismus, ein Judenhass, den wir nicht im Land hätten, wenn wir endlich wieder beginnen, unsere Grenzen vor Ungebetenen zu schützen. So wie das für souveräne Staaten normal ist, im Deutschland von Angela Merkel und Armin Laschet, muss ich sagen, normal sein sollte. Sie wollen gut und besser Menschen sein, die Grenzen auf und jeden reinlassen. Das sei angeblich, verkürzt gesprochen, die richtige Konsequenz aus unserer Geschichte. Das schreckliche Paradoxon an diesem Unsinn für unsere jüdischen Freunde im Land bedeutet das, sie werden genau wegen dieser verfehlten Migrationspolitik in einem Ausmaß angefeindet, wie ich das nicht erleben will und wie wir das eigentlich alle nicht erleben wollen. Jüdisches Leben schützen wir nicht mit bis zur Erstarrung ritualisierten Sonntagsreden, so richtig die Erinnerung an diesen Teil unserer Geschichte auch ist. Aber es verkommt zur Plattitüde, wenn wir nicht ganz konkret unsere Politik darauf abstellen, den Judenhass in unserem Land zurückzudrängen und mit allen rechtsstaatlichen Mitteln zu bekämpfen. Dazu gehören wahrhaftige Daten als Grundlage der Politik. Wenn bisher Araber ein Hakenkreuz gegen Juden malen, dann fällt das unter die Polizeikategorie rechts. Das sagen wir Ihnen seit Jahren. Jetzt blinzeln Sie etwas, immerhin. Sie wollen sich dafür einsetzen, dass Judenhass zum Einbürgerungshindernis wird. Gut, das ist auch richtig so. Aber warum nicht auch zum Abschiebegrund, meine Damen und Herren? Wir haben da und an anderen Stellen Ihren Antrag mit einem eigenen Entschließungsantrag ergänzt. Meine Damen und Herren, indem wir Juden schützen, schützen wir auch unsere Werteordnung insgesamt. Dabei hilft genaues Hinsehen, klare Analyse und eindeutiges Handeln. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Wagner.